Schaffst du es? Ja. Ganz schön schwer, die Torte. Und die Bella ist natürlich auch da. Quetscht sich wohl durch, die Bella. So, jetzt bin ich gespannt, wie die Torte aussieht. Und schwupps, Häuse. Packen wir jetzt mal aus. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. Guten Morgen! Ihr habt schon gesehen, Lissandros Torte ist angekommen. Heute wird groß gefeiert. Ich bin mal gespannt, hoffentlich schmeckt die Torte. Also ich darf ja davon sowieso nichts probieren. Die Jungs werden mir dann davon berichten. Alessandro hat auch 8 Kinder eingeladen. Es ist einiges geplant. Ich muss jetzt allerdings hier erstmal weiter dekorieren. Ich war heute Morgen schon unterwegs, habe Deko gekauft. Und zwar hat er sich alles in Gold gewünscht. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch noch überhaupt nicht zurecht gemacht, also geschminkt. Aber das war jetzt auch überhaupt nicht wichtig, denn jetzt musste erstmal die Deko her. Die Kinder kommen nämlich schon um 1. Und ja, wie gesagt, dann haben wir einiges geplant. Dazu nehmen wir euch wieder mit. Ansonsten würde ich sagen, machen wir es jetzt so, dass ich erstmal den Tisch weiter dekoriere, mich fertig mache und ja, mich dann nochmal melde. Bin völlig außer Atem. Völlig außer Atem. Ne? Hier. Ist ja nichts Neues. Also, viel Spaß beim Video und los geht's. What can I do when my feelings getting stronger? Vor dem Sturm. Wir warten auf unsere Gäste. Ich muss mir natürlich noch die Haare machen. Aber die Deko steht soweit. Alessandro ist sehr zufrieden. Er freut sich schon riesig auf seine Freunde und auf das, was jetzt gleich noch kommt. Ich würde sagen, ich nutze jetzt mal die Zeit und zeige euch mein Outfit. Da fragen mich nämlich auch immer ganz viele danach. Und zwar habe ich dieses Kleidchen hier an. Das habe ich bei ASOS gekauft, schon vor einiger Zeit. Ihr kennt es bestimmt schon aus anderen Videos bzw. von Instagram. Mir passt nicht mehr allzu viel und das Kleidchen ist halt einigermaßen schick, aber trotzdem bequem. Ich werde mich ja jetzt gleich viel bewegen müssen mit den ganzen Jungs und es hält mich halt auch warm. Also ich habe auch eine blickdichte, warme Strumpfhose noch angezogen und vom Stoff her ist es halt jetzt auch ideal für diese Temperaturen. Das Wetter ist leider nicht das Beste, aber wir sind ja in der Halle. Außerdem ziehe ich natürlich eine Jacke drüber. Und ansonsten habe ich hier jetzt noch meinen Schmuck an von Mainpunkt. Das ist ja aus der Charity-Kollektion, hatte ich euch schon gezeigt. Und ich kombiniere das dann einfach mit der Kette und das wertet natürlich jedes Outfit auf. Ich habe dazu auch noch die passenden Ohrringe. Dazu gibt es auch einen Rabattcode, verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr Geld sparen. Und ansonsten musste ich jetzt mal Luft holen. Wir gehen jetzt gleich mal rüber. Ich wollte euch nämlich noch kurz was erzählen. Und zwar steht dieses Video ja für den Lissandro, also im Zeichen vom Lissandro, der hier bald großer Bruder wird. Er freut sich da auch schon echt mega drauf, dass er auch mal was zu sagen hat bei so vielen großen Brüdern. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es geht um eine App, die der Lissandro testen darf. Ich habe das angenommen, weil ich das richtig cool fand. Der Lissandro hat ja jetzt ganz neu Französisch gewählt in der Schule, hatte ich euch auch erzählt. Hier ist auch sein Buch. Und die anderen Jungs hatten ja Latein, das war nicht so lustig. Die hatten da nicht so viel Freude dran, wie der Lissandro jetzt. Und wir fahren ja auch recht lange, das wisst ihr ja, immer durch die Gegend, weil wir viele Unternehmungen machen einfach am Wochenende. Und da hatte Lissandro eine bestimmte App auf seinem Handy, die ich ihm installiert habe. Und zwar nennt die sich Rosetta Stone. Und da kann er quasi Französisch nochmal intensivieren. Er kann diese Sprache besser lernen. Die haben 24 Sprachen, was natürlich super ist, denn so ist für jeden was dabei, also vielleicht auch für euch. Eine Geschenkidee jetzt für Weihnachten. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch über 50%, was richtig mega krass ist. Verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox.
Und ich habe deshalb zugesagt, weil ich das eine richtig coole Sache finde, denn ich habe mich auch mit ihm hingesetzt und habe schon geübt. Il cuisine. Il cuisine? Ja, so il ist die Mehrzahl von er. Okay. Also sie, aber männlich. Ja. Yeah. Und cuisine heißt kochen. Da steckt auch das Wort cuisine drin und cuisine heißt Küche. Okay, also hier. Ja. Gut. Elle boit. Elle boit. Was heißt das? Sie trinkt. Sie trinkt? Ja. Il nage. Super, Alessandro. Il nage? Heißt das irgendwas mit Schwimmen? Ja, und il ist wieder die Mehrzahl von er. Männer? Ja. Okay, also die Männer schwimmen. Okay, aber super. Il kann auch Jungs heißen, die Mehrzahl. Okay. Gut, schon fertig. Schau mal. Ja. Ey, haben voll gut abgeschnitten. Macht dir Spaß, Französisch? Ja, das kann man auch sehr gut lernen, weil man es auch nachsprechen kann. Das ist schon cool, das Programm, ne? Mhm. Vor allem, die schauen auch, ob man es richtig ausgesprochen hat. Ja. Da gibt es viele Apps, die das nicht machen. Ja. Da weiß man nicht, ob man es richtig ausgesprochen hat, weil die Schreibweise ist eine andere. Mhm. Gell? Ja. Ja. Und das finde ich bei Französisch voll schwierig. Mhm. Oder? Das ist bei Italienisch nicht so. Aber du möchtest ja Französisch. Ja. Lernen. Und die App auf deinem Handy ist gut? Hast du auch runtergeladen, ne? Ja. Genau, das synchronisiert es ja dann immer, gell? Mhm, das finde ich auch sehr gut, dass man nicht von Anfang an anfangen muss. Ja, genau. Ja. Wäre auch blöd, dann wäre der Fortschritt, ey. Ja, eben. Mhm. Wäre ja Quatsch. Genau, wir sind jetzt fertig mit Üben. Die Lektion ist fertig. Eine halbe Stunde haben wir das jetzt gemacht. Und ja, jetzt geht's weiter. Mhm. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ich finde die Sprache so, so schön. Die hat so eine schöne Melodie und ich mag das super gerne. Ich tue mir aber auch wirklich schwer, was Sprachen betrifft. Aber da ist es nicht so langweilig gemacht, sondern man hat da Leute, die einen an die Hand nehmen und das mit einem üben quasi. Es ist total einfach und deshalb wollte ich euch heute davon erzählen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz rüber. Ich muss mich mal kurz hinsetzen, bevor die Gäste kommen. Und ja, da kann ich euch noch ein bisschen was dazu sagen. So, wartet mal, ich setze mich da hin. Da ist der Bobby. Der war halt aschofleißig. So, also, jetzt bin ich aber ganz schön dunkel, ne? Wartet. Ja, wie gesagt, es ist kein trockenes und langweiliges Auswendiglernen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist es bestimmt auch ganz interessant für euch. Mit dem Rabattcode habt ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, der sich eben für Sprachen interessiert. Das Ganze wird dann auch immer synchronisiert. Das heißt, wenn ihr auf dem Handy übt, wird das Ganze übertragen, wenn ihr dann wieder am Laptop seid, was ich auch richtig gut finde. Und ihr könnt quasi damit immer und überall lernen, also auf dem Desktop, auf dem Handy, auf dem iPad, egal wo. Und der Alessandro hat total viel Spaß. Und deshalb wollte ich euch heute unbedingt davon erzählen. Jetzt habe ich schon die Bella gehört. Ich glaube, die tippelt gerade runter und begrüßt unsere Gäste. Also wie gesagt, falls ihr daran Interesse habt, einfach Sprachen zu lernen oder wenn ihr selbst noch in die Schule geht und sagt, Mensch, die Sprache, die bekommt mir gar nicht, gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit, das einfacher und vor allen Dingen mit Freude zu lernen, dann schaut euch die App unbedingt mal an. Alle Infos, wie gesagt, unten in der Infobox. Und jetzt muss ich die Gäste begrüßen. Ah, ich freue mich schon. Ja, da sind sie. Muss nur meine Haare aufmachen. Ich sehe ja aus wie Lumpi. Max, was machst du? Ich komme. Alles gut. Danke. Ja, einfach. Ich bin nett. Also ich sehe da. Ja, ja, ist klar. Go. Ich hab die Linse direkt vorm Gesicht. Du bist doch der Bruder. Notiert.
In 10 Minuten gibt es ihn nicht. Danke. Ah ja, dann nehmen wir das. Das Glas ist eine super Idee. Ja. Ja, da sind so Süßigkeiten drin. Richtig schön. Der Sandro packt gerade Geburtstagsgeschenke aus. Und schaut mal, das finde ich eine richtig klasse Idee. Da hat sich eine Mama was ganz Tolles einfallen lassen. Schaut mal, was da steht. Ein paar Kröten für dich. Und hier sind so Süßigkeiten drin. Richtig klasse. Jetzt packt der Sandro mal weiter aus, ne? Hier ist noch eine Folie, hä? Musst du scheinbar abmachen noch. Gucken wir den Tee noch mal so. Hier. So. Und dann kannst du es rausholen. Ja. Freust du dich? Ja, endlich. Ach, endlich. Und hier haben wir auch noch was für dich. Danke. So, alle Kinder sind satt. Ich habe so ein ganz kleines bisschen probiert von der Torte. Oh mein Gott, war die lecker. Da ist die Bella. Ihr Bella fällt jetzt die Treppe runter. Vor Aufregung. Du darfst nicht mit, Bella. Und zwar geht es jetzt für uns in die Soccerhalle, da werde ich nicht viel mitfilmen. Der Alessandro hat sich das gewünscht, mit seinen Kumpels quasi Fußball zu spielen. Wir werden mit zwei Autos fahren, mein Mann ist ja noch dabei, weil die nicht alle in ein Auto passen. Und danach wird es noch Pizza geben, ich habe so ein Geburtstagsarrangement quasi gebucht. Und das machen wir jetzt und ich würde sagen, danach sehen wir uns wieder. Genau, so machen wir es, auf geht's. Nee, Bella, du musst da bleiben. Ich bin mit. Wie hoch geht es? Weiß nicht. Ich wollte sonst. Okay. Okay. Eins. So. Gut. Hab ich so. Hallo, hallo, neuer Tag, neues Glück. Meine Männer haben mich gerade zu einer Location gefahren. Und zwar wurde ich angeschrieben von einer Fotografin aus Frankfurt. Die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Babybauchbilder zu machen. Und ja, der Babybauch, der ist ja noch da. Und deshalb haben mich meine Männer jetzt hierher gefahren. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin nicht so fotogen. Und ja, das ist alles immer ein bisschen schwierig, weil ich immer was auszusetzen habe. Jetzt schreibt sie gerade, dass sie da ist. Also irgendwie sieht man sich ja doch selbst immer ganz anders. Und ja, ich habe halt ganz viel auszusetzen immer. Und naja, jetzt schauen wir einfach mal, wie das wird. Ich nehme euch mit. Genau. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es wird. Bin schon ganz aufgeregt. Also, los geht's. Okay, da bin ich nochmal. Es fängt schon super an. Ich hechte hier schon 20 Minuten durch die Gegend, weil ich dachte, wir haben einen anderen Treffpunkt ausgemacht. Und ja, mit den Schuhen hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, das ist gerade ein bisschen anstrengend. Meine Männer haben mich nämlich vorne rausgelassen und ja, gehen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Autos schauen, Autos fotografieren, wie auch immer. Ich hoffe, ich habe sie gleich. Meine Haare mache ich mir natürlich dann noch auf. Ich muss aber kurz Luft holen. Ey, Wahnsinn. Okay, Leute, ich bin komplett durchgefroren. Da ist die Laura. Hi. Die Fotografin. Da ist die Jenny. Hey. Ja. Jessie. Jenny. Okay, ich und Namen. Ich bin froh, dass ich die Namen meiner Kinder weiß. Jedenfalls hat sie fleißig geholfen und sie hat fotografiert. Wir sind durch und ich bin komplett durchgefroren.
wenn ich krank im Kreißsaal bin, dann... Oh Gott! Ist die Schuld. Nein, ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch ihre Seite mal unten in der Infobox. Gerne. Das Resultat habe ich zwar noch nicht. Wir werden sehen. Du bekommst den Hate des Grauens, aber... Dann muss ich mitleben. Ich hoffe nicht. Nein, hat sie ganz toll gemacht. Ganz viel Geduld. Ich habe mich hier im Park komplett nackt gemacht. Die Leute haben sich gefreut. Oder auch nicht. Also, mein Mann erwartet. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Instagram hat sie auch. Und ich schaue jetzt, dass mein Mann mir einen heißen Tee irgendwo besorgt. Auf jeden Fall, mach das. Der denkt sich auch, was willst du denn jetzt? Erst stehst du in der Kälte rum. Und jetzt willst du einen Tee. Oder willst du einen Tee? Ja. Okay. Also, wir sehen uns zu Hause. Ciao. Tschüss.